Was geht ab, Freunde? Willkommen in so einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Diesmal mit Spider-Man Freund oder Feind. In diesem Spiel ist er nicht nur mit seinen Freunden unterwegs, sondern auch mit seinen Feinden, Venom, Dr. Octopus und so weiter. Und wir schauen da gemeinsam mal rein. Und wenn ihr Bock habt auf eine weitere Folge, wisst ihr, was zu tun ist. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen. Es liegt an euch. Also zeigt gerne Liebe, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ansonsten, Freunde, checkt die Videobeschreibung ab. Twitter, Instagram, Twitch könnt ihr mir gerne kostenlos folgen und ihr könnt mich auch kostenlos unterstützen. Bei Fortnite oder auch im Epic Games Launcher, falls ihr euch da irgendwelche PC-Spiele holt, Borderlands in der Zukunft etc. Dort ist mein Code. Ich bin Sorbus bei Fortnite und im Store von Epic. Das war's. Let's go! Und da dachte ich gerade noch, was für ein friedlicher, öder Abend. Und dann, boom! Die Irren tauchen auf. Meine alten Kumpel Doc Ock. Und der grüne Kobold! Fast wie ein Familientreffen. Nur, dass die Familie leider durchgeknallt ist! Venom-Kumpel, du solltest mal ein paar Minzbonbons lutschen. Hast du auch noch einen Spruch für mich, Netzfreak? Sandman, du bist ein wandelndes Katzenklo. Dich zu verarschen ist ja schon fast langweilig. Spidey, spring auf! Siehst aus, als bräuchtest du Hilfe. Was ich brauche, ist eine Bazooka. Sorry, hab meine nicht dabei. Aber was hältst du davon? Oh nein. Diese Kürbisbomben kamen gerade recht. Was zum... Spidey, was geht da? Freunde von dir, Venom? Igitt! Was zum... Spidey, was ist los? Also, wenn der Tag noch verrückter wird, dann schreie ich. Ja, das reicht. Ja! Hallo? Nick Fury, Commander von S.H.I.E.L.D. Die Antiterrororganisation? Das ist nur eine unserer Aufgaben. Der Rest ist streng geheim. Ihr arbeitet im Geheimen und nutzt einen riesigen fliegenden Flugzeugträger als Hauptquartier? Du wärst überrascht, wie selten die Leute nach oben sehen. Hey, ich bin ja echt froh, dass ich noch am Leben bin. Aber wie bin ich hier gelandet? Der Kurzstreckenteleporter hat dich evakuiert. Weck jemand den Computer auf. Wir haben noch viel vor. Missionsbriefing-Software online. Willkommen, Colonel Fury. Willkommen, Spider-Man. Hi. Sollte ich mit dem Computer reden? Nur, wenn du mich ärgern willst. Danke für die Aufmerksamkeit. Computer, den Meteorbericht laden. Vor einiger Zeit durchlief ein Meteorsturm unsere Ecke der Galaxie. Flugbahn Alpha 7-3. Die meisten Meteore flogen an der Erde vorbei. Einer jedoch schlug auf der Erde ein. Einschlagstelle bestimmen. Und zwar mitten in Manhattan. Einschlag bei 40 Grad 47 Minuten nördlich, 73 Grad 58 Minuten westlich. Zweimal darfst du raten, wer auf dem Meteor dabei war. Venom. Venom, symbiotische Lebensform unbekannter Herkunft. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Es kommt noch schlimmer als Venom? Schlimmer ist ein relatives Wort. Venom liegt bei 7 von 10 Punkten auf einer Skala der schlimmsten Todesursachen. Der Meteorregen, in dem auch Venom war. Ein Beispiel zum Vergleich. Zu Stufe 8 zählen zum Beispiel Wespen mit lasergesteuerten... Computer, jetzt reicht es aber! Also, der Meteorregen, in dem auch Venom war. Einer der vielen Meteore geriet in den Orbit der Erde und hüpfte munter die Atmosphäre entlang wie ein Stein übers Wasser. Und dann zerbrach er.
Einschlagstellen der Meteorstücke. Tokio, Japan. Insel Tangaroa. Kairo, Ägypten. Stokerstadt, Transsilvanien. Annapurna, Nepal. Wir haben die Bruchstücke bis zu ihren Einschlagstellen verfolgt. Doch bevor wir sie sichern konnten, sind diese freundlichen Gesellen hier aufgetaucht. Permanent holographische, abiologische, nanotechnisch offensive Monstren. Kurz, Phantome. Ihr Typen habt sicher auch eine spezielle Akronymabteilung, was? Die Phantome sind nicht biologischer Natur, sondern eine Mischung aus soliden Hologrammen und der symbiotischen Substanz aus dem Meteorbruchstück. Irgendwer fabriziert Monster aus diesem symbiotischen Klebezeug? Na toll. Wir haben es eindeutig mit jemandem zu tun, der Zugriff auf komplexe Technologien hat. Und dieser jemand hat scheinbar bereits ein Bruchstück. Also müssen wir die anderen vor ihm finden. Und deshalb brauche ich deine Hilfe, Spider-Man. Du hast schon so viele Superbedrohungen erlebt, dass du der perfekte Mann für den Job bist. Mann, ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, mal ein paar Tage freizunehmen. Wir haben hier einen Leitspruch. Die Welt retten ist eine Vollzeitbeschäftigung. Schon klar. Große Macht, große Verantwortung. Okay, ich bin dabei. Was jetzt? Lass mich dich herumführen. Das sind die Missionswahl-Terminals. Hier kannst du deine Missionen wählen und starten. Dies ist das Optionsterminal, dass du Veränderungen an den Spieleinstellungen vornehmen kannst. Dies ist das Team-Terminal, über das du den Charakter wählen kannst, der dich begleitet. Hier oben ist das Belohnungsterminal. Mit seiner Hilfe kannst du dir die freigeschalteten Belohnungen ansehen. Hier oben ist das Upgrade-Labor. Hier kannst du deine Netzfähigkeiten verbessern und kraftvolle Spezialangriffe für deine Partner freischalten. Wir sind gerade auf dem Weg nach Tokio. Warum siehst du dich nicht einen Moment um? Alles klar, Freunde. Ihr habt's gehört. Alle müssen gemeinsam und zusammenarbeiten. Habe ich überhaupt irgendeinen Prowler? Habe ich? Ein Silver Sable. Ah, nehmen wir die denn mit. Ihr seht schon, also die Figuren sehen schon anders aus, als dass man die aus anderen Sachen kennt. Alleine Nick Fury. Mega Schaden. Achso, das sind Power-Ups. Okay, alles klar, komm. Freunde, wir wollen ja hier nicht rumgucken, sondern wir wollen nochmal ein Level sehen, oder? Tokyo, Japan, Junge. Computer, let's go. Zeig uns die Daten über Japan. 1603 leitete die Tokugawa-Shogun-Dynastie eine lange Ära. Computer, ich hatte an die jüngere Geschichte gedacht. Ich kann dich auch abschalten, Computer. Aber sicher doch. Einschlagstelle 35 Grad 41 Minuten nördlich, 139 Grad 46 Minuten östlich. Spider-Man, wir haben den ersten Meteor gefunden, doch er wurde bereits geborgen und nach Tokio gebracht. Was die Sache kompliziert, ist, dass dort ein paar alte Freunde von dir gesichtet wurden. Identitätsbedrohung, grüner Kobold. Der grüne Kobold verfügt über ein Arsenal von Razorbats und Kürbisbomben. Warnung, vorsichtig näher. Die Untertreibung des Jahrhunderts. Identitätsbedrohung Doc Ock. Doc Ock ist ein Genie der technologischen Wissenschaft. Warnung, kann gefährlich sein. Nein, Moment. Das ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Warnung, zusätzliche Scans von lokalen Medien, Polizeitrupps und Geschrei in den Straßen weisen auf hohe Phantomaktivität hin. Anwesende Phantome haben einen maximalen Symbiontenindex von 5%. Hört sich an, als ob ich mal darunter sollte. Einen Moment. Eine Sache wäre da noch. Wir haben eine Agentin vor Ort. Geschickte Profi-Diebin, aber ein Herz aus Katzengold. Identität Agent. Black Cat. Sie ist bewaffnet mit einem Kletterhaken und eine gefährliche und schnelle Kämpferin. Sie geht dir sicher zur Hand, wenn du sie dort triffst. Um es kurz zu machen. Verrückte Hologrammmonster, verrückte Bösewichte, verlorenes Meteorstück und verboten attraktive diebische Katze. Das war's in Kürze. Viel Glück da unten. Ort? So, dann komm mal mit, Silver Sable. Okay, Freunde. Sehr viel Story, aber ganz cool eigentlich, dass sie alle zusammenarbeiten müssen. Spielerisch seht ihr jetzt, es ist eher so, also nicht diese Open-World-Dinger wie die anderen Spider-Man-Spiele, die ja zu der Zeit gekommen sind. Auf der letzten... Okay, ja, alles klar. Auf der letzten Konsolengeneration sind ja super viele Spider-Man-Spiele rausgekommen von...
Tippe die B-Taste ein zweites Mal an, um zu werfen. Ja, 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 wir sind jetzt alles Tutorial-Phase. Also wie gesagt, auf der letzten Konsolengeneration sind ja super viele Spider-Man-Spiele von Activision rausgekommen und das ist halt eins der Spiele. Dann kam ja noch Shattered Dimension raus, dann kam ja Edge of Tomorrow raus, dann kam ja noch Spider-Man 3 kam auch noch für die letzte Konsolengeneration raus zum Film und Web of Shadows kam auch noch raus. Das sind ja schon 5 Spiele für die großen Konsolen. Hab ich eins vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das waren alle. So, komm mal mit hier. Aber das reicht ja auch erstmal, ne? Das sind 5 Stück pro Konsolengeneration und diese... Obwohl, warte mal, Amazing Spider-Man 1 kam ja auch noch raus. 2 kam, glaube ich, auch noch für die alten Konsolen raus. Alter. Tippe die B-Taste an und halte dann eine andere Taste, wie zum Beispiel die A-Taste oder X-Taste. Ja, 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 ja. Erstmal werf ich das Ding, den voll in die Schnauze rein. Power-Ups werden im Inventar. Ja, ja, ja. Mann, wir wissen, was abgeht hier im Ghetto. Alter! Darf ich jetzt auch mal was machen? Hallo? Hallo? Alles klar, gut. Dann keine Moves machen, sondern einfach euch... Ja! Super Silver Sable! Jawohl! Muss man sich ja mal reinziehen. Und diese Konsolengeneration haben wir 2 bekommen. Es wird ja nicht noch ein Spider-Man kommen, bevor die nächste PlayStation kommt. Haben wir halt das geile Spider-Man PS4 und Amazing Spider-Man 2 für die PlayStation 4 und die Xbox One. Also, das PlayStation 4 Spider-Man natürlich nicht, aber ihr wisst schon. Nur 2 diese Konsolengeneration. Ja, 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 ja. Junge, das ist ein Standard-Action-Game. Ich weiß, was zu tun ist. Und das kann man auch im Koop zocken, ihr seht es ja. Aber bestimmt einige von euch haben das sicherlich wieder gezockt auf der Wii oder so. So ein typisches Koop-Spiel, was man mit seinem Kumpel oder mit seinem Bruder zocken kann oder so. Oder Schwestern. Und ich meine, es ist fucking Spider-Man. Ich hab's damals komplett durchgezockt. Ich weiß gar nicht, wann es rauskommt. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wann das Spiel rausgekommen ist. Also man kann es definitiv zocken. Und ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ist ja eher so dieser Comic-Look. Das geht auf jeden Fall heutzutage noch klar. Diese Schalter können benutzt werden, um neue Bereiche zu öffnen. Ah. Müssen wir uns etwa da draufstellen? Okay. Das ist ja irgendwie eher so... Ja, ich weiß gar nicht, gab es hier Rätsel? Das ist eher so ein bisschen dieses Lego-Prinzip. Nur, dass es hier schon viel mehr Bock macht. Zu kämpfen, zumindest. Oh! Ich dachte, da wäre auch noch eine Plattform. Ach, shit! Ja, der Einzige, der mich wieder töten kann, bin ich selbst, weißt du? Weil die Gegner zu schlecht sind. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Oh, große Roboter. Vorsicht, Spidey. Die sind voller Sprengladungen. Ist eine tolle Waffe gegen die Phantome. Ja. Sie denkt auch, ich bin dumm, Alter. Weg da, Silver Sable! Ja gut, juckt die gar nicht. Alter, wie viel halten die denn aus? Ach, ich kann die finishen. Jawohl, komm her! Kombo Stufe 2. So sieht's aus, Bitch! So sieht's aus. Alter, jetzt geht's aber hier los, so. Muss richtig in die richtige Richtung gucken, damit er die auch greift, weißt du? Wenn es so ein bisschen weiter links oder rechts ist, dann trifft er den schon nicht mehr, wenn ich den greifen will. Wir können weiter! Komm, Spider-Man! Komm mit, Spider-Man! Ach Mist, Alter, jetzt habe ich die... jetzt habe ich natürlich die Frage vergessen am Anfang. Die Frage der Folge, Freunde. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was euer Lieblings-Spider-Man-Film ist. Für die Leute. Ja, dann sehe ich halt auch, wer wirklich war, aktiv dabei ist.
Die meisten haben ja wahrscheinlich wieder ausgeschaltet schon, weil sie uncoole Nicht-Supporter sind oder weil ihnen das Spiel einfach nicht gefällt. Aber, also bitte. Also wenn ich mein, als wenn nicht mein Gelaber jedes Spiel krass macht. Unterhaltsam zumindest ist. Ich bitte euch. Also wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, was euer Lieblings-Spider-Man-Film ist von allen Filmen, die es so gibt. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich wirklich mal gespannt, weil wir jetzt schon über 15 Minuten im Spiel sind. Da werden wahrscheinlich nicht mehr viele zuschauen. Nur die Hardcore-Aktiven. Ich sehe ja immer so, wie der Durchschnitt der Videos ist. Der ist nicht bei 15 Minuten, leider. Leider nicht. Los, Spidey! Au! Schau mal her jetzt hier. Bam, Alter. Konnte man Schwierigkeitsgrad einstellen? Ich weiß gar nicht. Oder bin ich einfach wirklich zu krass? So. Komm mal her. Zack. Eigentlich müsste ich jede Kiste kaputt machen. Für die Währung. Super Spider-Man. Super, super gemacht. Oh, bevor du runterfällst, komm mal her jetzt hier, jawohl. Weg mit dir. Also sie hat jetzt 103 Punkte. Ey, ich muss Spider-Man aufleveln. Mann, das ist ja riesig hier. Ja, Mann. So. Sollen wir noch eine Gegnerwelle besiegen jetzt? Ich meine, ich finde es auch cool, dass du in diesem Spiel halt mit, das war dumm. Das war sehr dumm. Ich find's halt cool, dass du hier mit Venom und Spider-Man gleichzeitig spielen kannst. Das ist halt ganz geil. Aber ich weiß gar nicht, wann Venom nochmal gekommen ist. Das ist ja, wie gesagt, es ist locker auch wieder über 10 Jahre her, Freunde. Ich weiß gar nichts mehr. Wo geht's denn hier hin? Ach, da geht's bestimmt den normalen Weg lang, wa? Junge, ich wollte gerade sagen, Alter. Hallo. So. So, dann schauen wir nochmal, was da hinten ist. Und dann hören wir auch schon auf, Freunde, mit dem kleinen Angezockt von diesem Spiel. Immer gespannt, wie gut es bei euch ankommt. Wie gesagt, liegt an euch, ihr wisst es ja. Hallo, warum kann ich nicht laufen, Alter? Ich drück die ganze Zeit nach rechts. Oh, ist ja süß. Was ist das? Was ist das? Sind das Spermien? Nee. Achso, das sind Roboter. Ich dachte, sie wollten Silver Sable befruchten, Alter, mit einem komischen Virus. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Und wirf ihm Objekte entgegen. Mit dem richtigen Timing triffst du seinen Lichtkern. Da ist sein Lichtkern. Greif an! Vor allem mit dem richtigen Timing. Gut gespielt. Da ist sein Lichtkern. Wurf sitzt, Alter. Greif an! Bam, Junge! Noch Fragen? Bam, Junge! Was ist hier los? Profimäßig. Du kannst ja gar nichts, du Lappen. Bleib liegen, Junge. Bleib liegen. Hör auf, mir meine Sachen zu klauen. Sag mal, bist du doof? Oder werden die am Ende zusammengezählt? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's dann an dieser Stelle. Wenn ihr Bock habt auf eine weitere Folge, wisst ihr, was zu tun ist. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich muss sagen, jetzt und damals macht es mir Bock auf jeden Fall. Es ist wie gesagt ein Game, was man definitiv heutzutage immer noch zocken kann. Optik geht auf jeden Fall klar. Und es gibt halt kein anderes Spider-Man-Spiel, was so in dieser Art ist. Nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Na gut, Freunde, wir hören uns. Haut rein, danke fürs Zusehen und tschüss.